Kabeljournal GmbH. Ein Team erfahrener Spezialisten für Webseitenerstellung. Eine Homepage als Marketinginstrument ist heute unverzichtbar. Mit kreativen Ideen, wirtschaftlichen Konzepten, kompetenter Beratung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Ihr Ansprechpartner. RTV Kompakt kommt am Mittwoch unter anderem mit Sonne und Schnee, das Wetter im Februar. Gestern und heute eine Schnitzausstellung in Lößnitz. Und Tore und Fouls, das Derby im Wolfsbau. Bergfest in dieser Woche und hier sind Ihre Nachrichten für das Erzgebirge. Glück auf, beginnen wir wieder mit einer Warnung der Polizei. Ein mutmaßlicher Betrüger treibt offenbar derzeit sein Unwesen im Großraum Aue-Bad Schlema-Schwarzenberg. Am Montag erstatteten mehrere Geschädigte Anzeige bei der Polizei. In Schwarzenberg und Raschau-Markersbach hatte der Mann in den vergangenen Wochen an Wohnungen und Häusern geklingelt. Offenbar sehr wortgewandt spiegelte er Notsituationen vor und bat um eine Geldleihgabe. In einigen Fällen wurde dem Mann Bargeld übergeben. In anderen bediente er sich offenbar selbst und entwendete unbemerkt Bargeld aus Wohnungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand brachte er sich so in den Besitz von einigen hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und rät aus gegebenem Anlass, lassen Sie Fremde nicht in die eigenen vier Wände. Seien Sie vorsichtig bei unangekündigten Besuchen. Lassen Sie sich nicht überrumpeln von möglichen Notsituationen. Legen Sie ein gesundes Misstrauen an den Tag und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Ziehen Sie im Zweifel Angehörige, Nachbarn oder Vertrauenspersonen hinzu. Informieren Sie gegebenenfalls auch die Polizei. In Lugau sind zwei Mädchen am Montagnachmittag von einem Mann belästigt worden. Die 14- und 15-Jährigen hatten sich an der Chemnitzer Straße aufgehalten, als der Mann sie ansprach und unsittlich berührte. Im Rahmen erster Ermittlungen richtet sich ein Tatverdacht gegen einen 34-Jährigen. Die Ermittlungen dauern an. Der Freistaat Sachsen unterstützt die Regionalverkehr Erzgebirge GmbH beim Kauf von insgesamt 25 neuen Fahrzeugen. Die Beschaffung von 20 Standardlinien-Omnibussen wird mit 1,8 Millionen Euro gefördert. Die Beschaffung von 5 Standardlinien-Omnibussen mit Hybridantrieb mit 695.000 Euro. Stefan Brangs, Staatssekretär im Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, hat die beiden Fördermittelbescheide in Annaberg-Buchholz an Roland Richter, Geschäftsführer des Verkehrsunternehmens, überreicht. Die neuen Omnibusse sollen noch im Jahr 2019 geliefert werden. Alle Fahrzeuge sind barrierefrei und entsprechen der Abgasnorm Euro 6. Für die neu zu beschaffenden Busse sondert die Regionalverkehr Erzgebirge GmbH die gleiche Anzahl Altfahrzeuge aus dem Flottenbestand aus. Die Regionalverkehr Erzgebirge GmbH ist im Erzgebirgskreis unterwegs. Alleiniger Gesellschafter der RVE ist der Landkreis. Zur Fahrzeugflotte gehören ca. 270 Busse. Mehr als 9,2 Millionen Kilometer Verkehrsleistung werden pro Jahr erbracht. Sächsische Unternehmen haben im Jahr 2018 Waren im Wert von 40,48 Milliarden Euro ins Ausland exportiert. Damit wurde laut Statistischem Landesamt der Spitzenwert des Jahres 2017 um 2% verfehlt. Ausschlaggebend dafür war der Rückgang der Lieferungen der wichtigsten Exportprodukte des Freistaates, Personenkraftwagen und Wohnmobile, um 14%. So ging der Warenwert dieser Erzeugnisse an wichtige Handelspartner wie die Vereinigten Staaten um ein Fünftel, nach Frankreich und Italien um knapp ein Fünftel zurück. Sowohl bei den elektrotechnischen Erzeugnissen als auch bei den Erzeugnissen des Maschinenbaus konnten dagegen leichte Exportsteigerungen um jeweils 2% registriert werden. Die Lieferungen zum Haupthandelspartner China nahmen um 12% zu. Besonders bei Geräten zur Elektrizitätserzeugung und Verteilung und Erzeugnissen des Maschinenbaus stiegen die Exporte in das asiatische Land.
Auch im Jahr 2018 gingen die meisten europäischen Exporte in das Vereinigte Königreich, allerdings 10% weniger als vor Jahresfrist. Wussten Sie, dass der nach eigenem Bekunden älteste Schnitz- und Bergverein Deutschlands in Lößnitz zu Hause ist? Noch bis zum kommenden Sonntag ist anlässlich 140 Jahre Schnitz- und Bergverein Lößnitz eine große Schnitzausstellung erlebbar. Die Ausstellung ist von Donnerstag bis Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Beim Besuch der Schau dürfen Sie sich an den Spruch der Schnitzer erinnern: Aus Holzfiguren zu gestalten, ist unser Glück und war das Glück der Alten. In Bad Schlema nutzten 95 Personen in der letzten Saison das Sonderangebot Radonbäder Silberberg. Das heißt, Bewohner der Orte Bad Schlema, Aue, Schneeberg, Lößnitz, Lauterbernsbach und Schwarzenberg erhielten im Gesundheitszentrum Bad Schlema von Dezember 2017 bis März 2018 eine Serie von 10 Radonwannenbädern zum Sonderpreis. Der Hintergrund der Aktion ist, dass es für Einheimische sehr schwer ist, Radonanwendungen in Bad Schlema als Kassenleistung zu erhalten. Eine hervorragende Saison spielen die Schönheider Wölfe. Auch die ersten beiden Spiele in der Verzahnungsrunde der besten Teams der Regionalligen Nord und Ost wurden von den erzgebirgischen Eishockey-Cracks gewonnen. Dem 11:0 Kantersieg gegen den Hamburger SV im heimischen Wolfsbau ließen die Schönheider einen 4:1-Sieg im Derby gegen die Chemnitz Crashers an gleicher Stelle folgen. So richtig Freude wollte aber bei den Wölfen nicht aufkommen. Denn der Erfolg wurde leider durch die schwere Verletzung von US-Stürmer Jordan Klotz getrübt, welcher im zweiten Drittel unglücklich von einem Puck im Gesicht getroffen wurde. Wölfe-Coach Sven Schröder resümierte im Anschluss an die hitzige Partie: Das erste Drittel war für uns sicherlich nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben viele falsche Entscheidungen getroffen und haben es den Crashers damit auch leicht gemacht. Nichtsdestotrotz haben wir uns dann, sag ich mal, ab der 10., 12. Minute in das Spiel reingearbeitet und haben besser zum Spiel gefunden, auch verdient den Ausgleich gemacht. Im zweiten Drittel dann auch nach einigen Worten in der Kabine eben einfacher gespielt, eben unser Spiel gespielt, in Überzahl die zwei entscheidenden Tore auch gemacht, die das Spiel entschieden haben letztendlich. Das letzte Drittel oder generell auch das ganze Spiel hat mir an sich nicht gefallen. Und nicht aufgrund der Leistung meiner Mannschaft, sondern aufgrund der Dinge, die auf dem Eis passieren. Und damit spreche ich jetzt nicht diese Verletzung von Jordan Klotz an, sondern generell diese dreckigen Fouls, diese Stockschläge etc. Ja, Eishockey ist hart, aber heute muss ich sagen, war es teilweise wild und hatte auch nichts mehr mit Eishockey zu tun, teilweise. Ich wünsche mir für nächste Woche, dass wieder mehr die Scheibe läuft. Dann kommt es am Sonnabend zum neuerlichen Aufeinandertreffen von Wölfen und Crashers. Diesmal in Chemnitz. Anpoli ist 16.30 Uhr im Eissportzentrum. Und schon am Sonntag gastieren die Schönheider Wölfe bei den bisher ebenfalls ungeschlagenen Salzgitter Eisfighters. Im Vorfeld der internationalen Tourismusbörse in Berlin hat die Tourismus-Marketing-Gesellschaft Sachsen auf das Sachsen-Magazin 2019 aufmerksam gemacht. Dieses liefere eine Fülle an Anregungen und Ideen. Den Titel ziert die Altstadt von Pirna. Spannende Einblicke bietet eine Reportage über das typisch erzgebirgische Handwerk des Reifendrehens im Freilichtmuseum Seifen. Jede Menge Ideen für Spaß und Abenteuer in Familie finden sich in der Rubrik »Mit Kindern unterwegs«. Ein umfangreicher Serviceteil mit Adressen, Veranstaltungskalender 2019 und Katalogservice runden das Magazin ab. Das Sachsen-Magazin 2019 ist zum Preis von 5 Euro im Buch- und Zeitschriftenhandel erhältlich. Die ITB findet vom 6. bis 10. März 2019 in Berlin statt. Der Messestand Sachsens ist in Halle 11.2 zu finden. Noch liegt vielerorts Schnee im Erzgebirge.
wie hier am Pferdegöpel in Johanngeorgenstadt. Vom Wetter her war der Monat Februar sehr vielseitig. Angefangen von den starken Schneefällen zu Monatsbeginn, die in Aue für die Verlegung eines Fußballspiels in der zweiten Bundesliga sorgten, bis hin zu vielen Sonnenstunden und extrem trockener Luft am Monatsende. Laut Wetterportal wetter.net wurde zum Beispiel in Marienberg am vergangenen Sonntag eine relative Feuchte von nur 10% gemessen. Informationen zum Wetter gibt es bei ErzTV täglich im Anschluss von ErzTV Kompakt in Verbindung mit Impressionen. Es ist mittlerweile ein gutes Jahr her, als Annabergs ehemaliger Landrat Jürgen Förster und seine Frau Maria bei einer Fahrt mit dem Pferdeschlitten ums Leben kamen. Am Dienstag nun wurde der Fall vor dem Amtsgericht Marienberg verhandelt. Ein 60-Jähriger saß auf der Anklagebank. Er war der Kutscher des Schlittens. An das Unfallgeschehen, so sagte er vor Gericht, kann er sich nicht mehr erinnern. Nach Zeugenberichten war er aber viel zu schnell in eine Rechtskurve gefahren, wobei Förster und der Kutscher selbst aus dem Gefährt geschleudert wurden. Erst viel später, an der Staatsstraße nach Oberwiesenthal, kam es zum Stehen. Zwei Menschen waren da schon tot und andere schwer verletzt. Ein technischer Defekt sei laut einem Verkehrssachverständigen jedenfalls auszuschließen. Wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung muss sich der 60-Jährige nun verantworten und wurde zu 8 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung sowie 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Wer das Erzgebirge kennt, der weiß, in den letzten Jahren und Jahrzehnten hat sich recht viel verändert. Vor allem an der Bausubstanz wurde gearbeitet. Und wir haben mal im Archiv gekramt und sind gleich an 3 Stellen fündig geworden. Erinnerungen aus Antonsthal, Gelenau und Johanngeorgenstadt. Wenn ein leerstehendes Fabrikgebäude mehr und mehr verfällt, dann ist Abriss oft die beste Lösung. Das gilt heute wie vor 15 Jahren. Ende Februar, Anfang März 2004 verschwand in Antonsthal ein historisches Objekt in der Ortsmitte. Direkt an der Staatsstraße 272 wurde ein altes Gebäude abgerissen, das zur früheren Erzhütte gehörte. Diese trug den Namen des sächsischen Königs Anton und war 1831 eingeweiht worden. In Gelenau musste vor 15 Jahren eine alte Industriebrache Platz für Eigenheime machen. Auf der Straße der Einheit wurde der ehemalige Betriebsteil Absatz Technik des VEB Gelkika abgerissen. Bevor die schwere Abrisstechnik zum Einsatz kam, war der Innenbereich entkernt worden. Diese Bilder sind sogar 20 Jahre alt. Auch im März 1999 wurde abgerissen. In Johanngeorgenstadt erfolgte die Sprengung eines alten Wehmerschornsteins im Lehmergrund. Drei Kilogramm Sprengstoff waren notwendig, um die 42 Meter hohe Esse zu Fall zu bringen. Seit September 1998 hatten ABM-Kräfte nahezu alle Gebäude der Fabrik abgerissen. Zu DDR-Zeiten wurde bis 1983 im Betriebsteil 2 der WEMA Plastspritzmaschinen hergestellt. Danach verließen Farbspritzroboter für Sachsenring Zwickau das Werk. 1991 wurde die Produktion eingestellt. Heute erinnert kaum etwas an die Fabrik. Die Veranstaltungstipps beginnen heute mit einem Blick voraus. In Schneeberg soll zum 5. erzgebirgischen Autofrühling und dem 7. Tag des offenen Gewerbegebietes am 27. April viel geboten werden. Vor kurzem fand dazu in den Räumen der Stadtwerke Schneeberg eine Anlaufberatung mit knapp 30 Firmen, Autohäusern und Mitwirkenden statt. Es soll unter anderem wieder, hier Archivbilder, eine Automeile mit diversen Präsentationen geben. Zahlreiche Firmen wollen ihre Tore öffnen und über ihre Produkte und Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Eine Chuchu-Bahn soll kostenlose Fahrten durchs Gewerbegebiet ermöglichen. Bereits jetzt sind Reservierungen für den Hubschrauberrundflug zum Preis von 45 Euro für Erwachsene und 40 Euro für Kinder bei Susanne Bauer von den Stadtwerken Schneeberg unter Telefon 03772 3502 111 möglich.
Helmut Brückner, der Chronist von Geiersdorf, schreibt erneut Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes. Bereits im Vorjahr ließ er mit seinem Buch Die vergessene Stadt die Entwicklung der einstigen Stadt Geiersdorf über 3 Jahrhunderte lebendig werden. Anlass war das 550. Jubiläum der Stadtgründung. Das aktuelle Mammutprojekt geht noch weit darüber hinaus und dringt tief in die Historie des Ortes ein. Unter der Überschrift Dorfgemeinschaft recherchierte er in akribischer Kleinarbeit die gesamte Bevölkerung Geiersdorfs von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum Beginn der Industrialisierung in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Sein vorrangiges Ziel war es, eine sichere Arbeitsgrundlage für weitergehende Forschungen und Auswertungen zu schaffen. Niedergeschrieben ist die gesamte Dokumentation in 6 Bänden mit jeweils ca. 320 Seiten. Die ersten beiden Bände wurden im Februar fertiggestellt, Band 3 und 4 sollen im Mai, Band 5 und 6 im August 2019 folgen. Am 1. März haben Bürger, insbesondere die Geiersdorfer, ab 19.30 Uhr die Möglichkeit, Einblick in die ersten beiden Bände zu nehmen. Helmut Brückner lädt dazu zu einer Buchlesung ins ehemalige Geiersdorfer Rathaus ein. Am Donnerstag, 19 Uhr, befasst sich im Kurhotel Bad Schlema ein Vortrag mit der alten Kreisstadt Aue. Interessenten können sich dabei auf zahlreiche Bilder der Stadt aus der Zeit um 1970 freuen. Gezeigt werden unter anderem wichtige Betriebe wie die Nickelhütte oder das Auerhammer Metallwerk, aber auch markante Punkte der Stadt, zum Beispiel der Postplatz. Die Bilder werden präsentiert von Hermann Meinl. Der Eintritt ist frei. Am Freitag steigt die erste Fandora-Faschingssause direkt in der Erlebniswelt in Schneeberg am Filzteich. Zwischen 10 und 21.30 Uhr warten lustige Animationen, Stelzenlauf und spannende Verlosungen auf groß oder klein. All jene, die in einem Kostüm erscheinen, nehmen an diesen Verlosungen teil. Und zum guten Schluss kann man bald seine letzte Ruhestätte auch im Wald finden. Ab Mitte des Jahres soll es in Oberpfannenstiel einen Waldfriedhof geben. Das liegt ja voll im Trend. Doch so ein Urnengrab unter den Bäumen hat so seine Für und Wider. Ein deutliches Plus ist die natürliche Umgebung. Aber damit diese erhalten bleibt, müssen die Urnen biologisch abbaubar sein. Es darf kein Grabschmuck aufgestellt werden, nur Namensschilder können an die Verstorbenen erinnern. Und damit man auch den richtigen Baum wiederfindet, gehören zu jeder Stelle eine Registriernummer und die GPS-Daten. Der Stadtrat von Lauter-Bernsbach hat dem Vorhaben bereits zugestimmt. Das war ERZ-TV Kompakt vom Mittwoch. Mehr auf erztv.de und bei Facebook. Ihnen jetzt einen schönen Abend und bis morgen, wenn Sie mögen. Glück auf! Sonnig, aber schon etwas weniger mild, zeigt sich das Wetter im Erzgebirge am Donnerstag. Frühlingshoch Frauke verabschiedet sich so langsam. Ab Freitag ist die Sonne dann nur noch ganz selten zu sehen und auch die Temperaturen gehen auf 3 bis 5 Grad zurück. Die Nächte können wieder frostig werden. Dazu können dann immer wieder ein paar Regentropfen fallen.